Hallo und herzlich willkommen zurück zur Splittergruppe hier bei unserem Splittermond-Abenteuer-Mini-Kampagne. Spottgesang. Ich wollte gerade, wenn die Wasser verstummen sagen. Wolltest du Geister der Vergangenheit sagen? Ah, nee, Geister der Vergangenheit heißt es ja bei dir. Ich hasse dich. Der hat nämlich meinen Titel gekriegt. Ich weiß, ich hab's gesehen. Gut, ich wusste nicht, dass das der Titel ist. Ich hatte es nicht mehr im Kopf in dem Moment. Das ist so gut. Das tut mir leid. Da kam der irgendwie so im Kopf und der war gut. Ja, war sehr gut. Hat mir sehr gefallen. Wie dem auch sei, kommen wir nun zu Spottgesang. Und ihr befindet euch gerade auf dem Weg den Berg hinauf und seid auf ein kleines Bergdörflein gestoßen. Dörflein? Gehöft. Auf einen Berg gehöft. Wie viele Häuser waren das? Dö. Auf zwei Hütten beim Berg. Ihr seid auf zwei Hütten beim Berg gestoßen. Was euch aber sofort auffällt, sind die vielen Gatter. Für die Ziegen. Nicht nur für Ziegen, sondern auch für Kühe. Und einen Bullen haben sie auch. Wirwald. Wirwald, genau. Kühe. Und einen Bullen haben sie auch. Auch ein kleines Gatter für ich wollte gerade Chicken sagen. Für Hühner. Für Chicken. Die haben ja also Dutzende Hühner, die ja überall herumrennen. Das sind zwei Häuser. Zwei Häuser. Dutzende Hühner, zwei Kühe und einen Bullen und drei Kälber. Bei denen muss es richtig gut laufen. Und Ziegen. Überall sind Ziegen. Hä? Woher nehmen die Asche? Wovon ernähren sich die Tiere? Fortpflanzungsmagie und Blocken. Das war mal viel mehr Gehöfte. Ziegen. Überall Ziegen. Von den Ziegen? Überall sind Ziegen. Das wollte ich erzählen. Vor allem auch auf unmöglichen, wie ihr das kennt, Ziegen, die stehen immer auch in den unmöglichsten Positionen. So, an so einem Berg steht die einfach. Das ist so wie die Kamera rüberschwicken und wird sich bei Alvar oder bei Balko so eine Ziege auf den Kopf. Überall Ziegen. Aber dafür ist es relativ still. Mir hat ab und zu mal eine Ziege lachen, blöken und die Hühner gackern im Hintergrund. Und das Lauteste ist eine Frau in einer schweren Schuppenrüstung. Was? Sie trägt einen Helm und unter dem Helm kommt ihr langes, blondes Haar. Was sonst? Vor. Wie dem auch sei. Und sie redet gerade laut mit einem jungen Mädchen. Knappin? Es sieht aus wie eine Knappin. Aber sie scheinen nicht zueinander gehören, ihre Farben sind unterschiedlich. Oh. Die Knappin trägt grün-schwarz. Und das Wappen, ihr würdet meinen, es ist ein stilisierter Drache auf grünem Grund. Ein schwarzer stilisierter Drache auf grünem Grund. Aha, also schon mal ein Mittstadtadliger. Wieso? Ja, Swingard kann die nicht sein. Das ist richtig. Die Frau hingegen hat das Wappen für diejenigen, die ihn kennen, du vermutlich des Wirbanordens. Ja, Familie. Das sie trägt. Das da wäre? Keine Ahnung. Ich hab's nämlich auch vergessen gerade. Jedenfalls sind das aber nicht die einzigen Anwesenden. Es sind einige Bauern zu sehen, zumindest scheint das ihr Beruf zu sein, denn sie. Schaut ihr nach? Ich kann hier, ich hatte es gerade erst offen. Scheint dies ihr Beruf zu sein. Sie kümmern sich nämlich um die Tiere und pflegen den Hof. Es gibt auch einige kleine Beete, wo Karotten, wie es aussieht, angebaut werden und Zwiebeln, Kartoffeln vielleicht. Ihr seid noch nicht sicher, alles Mögliche an Krupp. Und bei den Zelten, die ich beschrieben habe, am Lagerfeuer, etwas weiter fernab der beiden Häuser, sitzen Zwerge. Nicht schon wieder. Die Zwerge tragen Kettenrüstungen und haben, so wie es für euch scheint, Armbrüste hauptsächlich, aber auch Äxte an ihren Seiten. Nicht alle müssen Kultisten sein. Wir sollten, also, wollen wir
einfach hingehen? Warum nicht? Schauen wir mal drauf zu. Ich hätte es mal gelauscht, aber in Ordnung, gehen wir einfach drauf zu. Ihr geht darauf zu, ihr hört es auch, weil die Frau, die dort ist, etwas außer sich scheint. Ihr könnt hier nicht ewig bleiben, ich sag es euch. Uns den Weg versperren, das will ich ja mal sehen. Die Knappen verdreht nur die Augen. Ich kann euch nicht vorbeilassen und genauso wenig wird der Rest euch hier vorbeilassen. Es ist nun einmal so und so wird es auch bleiben. Ob ihr es nun wollt oder nicht. Naja, deine Jugend schützt dich jetzt, das sage ich dir. Aber du wirst eines Tages sehen, dass du falsch liegst. Und dieser Tag ist sehr nah. Das sei dir gesagt. Dann dreht sie sich wutentbrannt um und geht zum Zelt. So will sie zu den Zelten gehen und sieht euch. Hallo! Oh, noch mehr von diesen! Guten Tag. Wir wollen nur durch. Ja. Die Knappen in dem Moment. Aber ich befürchte, da gibt es ein Problem. Unfug! Nein! Probleme gibt es hier nicht. Danke. Das kommt ganz darauf an, die Knappen so. Das kommt ganz darauf an. Wo wollt ihr denn hin? Können wir euch irgendwie helfen? Es gibt nichts Interessantes in den Bergen. Ach so? Na dann gibt es ja nichts, wovor man uns warnen oder wovor man uns fernhalten müsste. Vielen Dank. Ich gehe weiter. Halt! Wo wollt ihr denn hin? Ihr könnt da nicht hochgehen. Warum? Die Aussicht genießen. Die Aussicht ist gar nicht so toll. Ich schaue so an die vorbei. Also so schwer ist der Weg doch jetzt nicht. Warum sollen wir da nicht hoch können? Brandon, nur einen Moment. Ihr habt doch gerade 20 Minuten mit ihr, davor mit ihr diskutiert. Ist die Frage nicht aufgekommen? Die Bedingungen waren andere. Vielleicht solltet ihr diesbezüglich mit meinem Vater sprechen. Wer ist euer Vater? Mein Vater ist der Stammhalter meiner noblen Familie. Ludewig von Schwarzenfeld. Ludewig von Schwarzenfeld. Alter! Ich schubse den Berg runter. Das ist so gut. Ich hab nicht zugehört. Ein stolzer Ritter. Ludewig von Schwarzenfeld. Fällt. Ich habe mich nur geliebt. Wieso bin ich denn jetzt nicht ohne? Wo sind unsere Massen an Stiften? Ein Ritter aus Mittstadt. Danke sehr. Nein, er stammt ursprünglich aus Windhold, wie meine gesamte Familie. Aus Windhold? Ja. Wir sind drin. Wir sind extra herabgereist, um hierher zu kommen. Er kommt auch aus Windhold! Und ist adlig! Oh je. Mein Name ist Alvar Anrandulf. Ich komme aus der Grafschaft Schneehag. Schneehag? Nordschneehag? Ja, aus der Hauptstadt. Beeindruckend. Habe ich schon mal etwas von dem Ritter gehört? Würfel mal. Auf Diplomatie heraldik? Ja. Bin ich da gut? Wäre denn euer Vater zu finden? Moment. 25. 28 mit Kulturkunde. Du hast von den Schwarzenfels 28 gehört. Mit Kulturkunde. Es ist ein. Die haben keine eigenen Ländereien, die Schwarzenfels. Die waren mal Söldner, wurden aber zum Adel geschlagen. Mhm. Sie haben einen vererbbaren Rittertitel bekommen, etwas sehr Seltenes. Hab ich auch. Vererbbaren Rittertitel? Du bist doch aber kein Ritter. Nein. Dann hast du keinen verabbaren sehr viel. Wie dem auch sei. Muss man nicht trotzdem dann immer noch. Ja. Naja. Wir machen sie ja trotzdem, aber sie ist praktisch-theoretisch. Praktisch-theoretisch, ne? Sie ist vom Titel her Ritterin. Obwohl sie praktisch noch keine Ausbildung hat und Knappin ist. Sie haben keine eigenen Ländereien. Sind aber viele. Sie sind wohl sehr fleißig darin, sich zu reproduzieren. Merkt man gar nicht.
Haben aber auch kein Symbol ein Kanitel sein, kein Drache. Sind aber nicht in, meistens nicht in großen Gruppen unterwegs. Das ist, wenn die sich irgendwann mal treffen sollten zu einer großen Familienfeier, müssen sie da heute aus dem ganzen Land herkamen und würden wahrscheinlich so ein kleines Dorf besiedeln oder so. Also das weißt du von denen. Und sie verdingen sich als herumreisende Ritter, Heckenritter, wenn man so möchte. Und sind öfter in Söldnereinheiten zu finden oder bilden selber als Familie kleine Söldnergruppen. Was ganz eigentlich eine ganz süße Tradition ist bei denen. Mhm. Und sie haben bisher jegliches Land, was ihnen zugestanden wurde, abgelehnt. Du hast gehört, es gab schon einige sehr verdiente Schwarzenfels. Aber alle haben bisher ihre Ländereien, die sie bekommen hätten, wieder abgelehnt. Und ihr Wappen, der schwarze, sehr, sehr stilisierte Drache auf grünem Grund, ist wohl einer Familienlegende zu verdanken, aber du kennst nicht alle Familienlegenden dieses. Ich denke mal, da hat irgendjemand mal einen Drachen getötet und jetzt will er es ihm gleich tun und hat gehört, hier soll wohl irgendwo ein Drache sein. Jetzt will er keinen anderen dahin lassen, bevor er nicht den Drachen getötet hat. Cool. Das wer denn euer Vater? Wir wollen ihn nicht aufhalten. Mein Vater, er ist drin. Und? Würdet ihr vielleicht selber reingehen? Ich hab grad Wachschicht. Ja, gut. Okay. Jetzt wird der Adel nicht einmal mehr angekündigt. Es tut mir leid, aber ich kann die nicht aus den Augen lassen. Was ist mit ihr eigentlich? So, ihr? Sie nun auch nicht. Ja, sie will unbedingt... Ignoriert ihn! Ein Schwätzer, was? Ja, ihr habt keine Ahnung. Mit Windhold haben wir nicht so viel davon. Das ist mir klar. Sie will unbedingt nach oben, aber wir lassen sie nicht durch. Weil? Das solltet ihr mit meinem Vater besprechen. Nein, darum will sie nach oben. Ja, gut. Das solltet ihr mit meinem Vater besprechen. Dann machen wir das, wir kommen gleich wieder raus. Möchtet ihr euch mit ihm unterhalten? Gerne. Dann unterhalte ich mich mit... Ungerne. Wie heißt sie? Ach, sie... Nein, die... Ritterin. Das Kampfsweib. Warnhilde. Vielleicht redest du nicht mit ihr. Warnhilde. Ich rede mit Warnhilde. Ich komm mit dir. Und gut. Dann pass ich auf Karas. Ich nicke. Mundfrat steht da. Karas, ich halte meinen Mund. Magrim, ich gehe mit rein. Ja, das ist vielleicht gar keine so üble Idee. Mein Mund reißt dich einfach. Ja, dann. Und reiß dich zusammen, nicht so aggressiv. Reißt du dich lieber zusammen? Jetzt geht er schon wieder. Du solltest gehen. Ich gehe rein. Ja, ich werde mit ihm mitgehen. Aus einem der beiden Häuser kommen gerade zwei Gestalten. Der eine hat eine braune Kutte an, ist ein Alp, wie es aussieht, mit langem schwarzen Haar, das dazu so einen Zopf gebunden hat. Das ist ein Morkai-Priester. Und einer Morkai-Prikette um den Hals. Not bad. Okay. Und der andere ist ein Gnom. Bitte? Nein, bezahlter Entdecker. In lederner Kleidung, der etwas wirres Haar hat. Das ist ein Wildniskundige. Also entweder der Entdecker oder der Wildniskundige. Und einen knorrigen Stab. Oh, eine Droide. Ein Droide. Das war gerade so ein gewisser Einzelstand. Was der Wildniskundige ist. Zugegeben. Die sich unterhalten und in Richtung der kleinen Felder gehen, die dort sind. Das ist hier stehen zwei Häuser und wir haben einen Ritter, inklusive Knappin, diesen Morkai-Priester und einen Druiden. Gut. Und noch einige Bewohner, wie die sonst noch da sind. Ganz normale, nicht wahr? Also Menschen, was man halt zu finden. Baron, Graf. Nee, da läuft noch der Kaiser vorbei. Also die, von wo man auch nicht das sind tatsächlich so vier, fünf Leute, die ihr da noch zusätzlich an Bauern seht. Ah, normale Bauern. Normale Bauern, die jetzt nicht keiner weiteren Beschreibung anheimkommen lassen. Ganz normal. Geschubbt. Nein, es sind Menschen, Waage, Zwerge, verschiedene Rassen.
Zwerge seht ihr tatsächlich wenig, aber ansonsten verschiedene Rassen, die sich um die Tiere kümmern. Der eine fegt den Hof, etc. Diverse Hausarbeiten halt dort verrichten. Also irgendwie sieht es so aus, als wenn er seinen Hof hier aufbaut. Wer? Naja, der Ritter. Der hat einen Hofmagier, den Druiden hier. Der hat einen Priester da. Seine Diener. Pass mir bitte auf, dass Alvar nicht überreagiert. Alvar geht schon rein. Er würde mich reizen lässt. Werde hinterhergehen. Er würde gerne anklopfen. Aber bevor er die Plane öffnet, ruft er entschuldigt und dann geht er erst rein. Um sich anzukündigen. Ist doch ein Zelt, oder nicht? Haus? Ist er im Haus? Ich dachte, du gehst zu den Zelten. Naja. Ich dachte, du gehst zu den Häusern. Wolltest du nicht zu dem Ritter gehen? Ja, ich dachte, der ist im Zelt. In dem Haus. Ist im Haus, okay. Ja, nee, dann die Zelte sind da, wo die Zwerge sind und die Ritterin. Würmbahnritterin. Okay, okay. Die hat die Zwerge angeheuert. Ach, Ritter. Schon wieder zu viel. Der Ritter und die Ritterin saßen unter einer Linde. Da war was anderes. Da sprach der Ritter, ich guck mal, was ich finde. Ja. Du klopfst an. Und nach einem kurzen, nach kurzer Stille, herein. Treten wir ein. Die Räumlichkeiten, also es ist ein zweistöckiges Gebäude. Die Räumlichkeiten hier unten scheinen hauptsächlich ein Speisesaal, etwas Lager und eine große Küche zu sein. Also eine riesige Küche. Also der Hauptteil dieses Gebäudes unten ist Küche. Mit verschiedenen Herdstellen und Kesseln, die dort gemacht werden, am Köcheln sind. Einige Leute, die dort am Arbeiten sind. Eine Ziege wird gerade ausgenommen. Herrenhäuser. Und an der großen Tafel, die dort ist, sitzt ein Mann, der sich von den anderen unterscheidet. Ein Edelmann wohl. Seine Rüstung, die er hat, liegt neben ihm auf dem Tisch. Und vor ihm auf dem Schoß, beziehungsweise so quer über ein Bein, einen großen Zweihänder. So sitze ich auch immer in der Küche. Den er gerade schafft. Dabei innehält und aufschaut. Mann mittleren Alters, also ihr würdet so sagen, vielleicht um die Ende 30. Mhm. Auch schon ein bisschen. Drei Tage Bart, kräftig. Jetzt nicht zwingend übergroß, also so Ende 1,70, also so um die 1,80 vielleicht. Mit kürzerem schwarz-braunen Haar und drei Tage Bart und Schatten. Die Kleidung ist jetzt nicht besonders edel. Du siehst ein weißes Hemd. Man will toll sein. Und eine braune Weste, die er gerade trägt. Und schaut auf und zu euch rüber. Dann spreche ich auf Windholdisch. Ich sehe jetzt zum Gruße. Ich war zuerst verwirrt. Ich sehe jetzt zum Gruße. Ein Windholder hier. Ja, wir sind beide weit gereist. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Wie ungewöhnlich. Er nimmt sein Schwert und legt es vorsichtig auf den Tisch. Steht dann auf, hat schwere Stiefel. Du siehst seinen Plattenpanzer, den er dort hat. Ist auch mit Fell gefüttert und hat so einen Fellkragen. Ich schaue neidisch rüber. Und auf der Brust siehst du einen Drachen abgebildet, der geschwärzt ist. Die restliche Rüstung ist metallfarben, aber der Drache ist geschwärzt. Nicht schlecht. Und schaut zu dir rüber. Was führt euch hierher? Es klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber der Berg ruft. Gleich kommt. Er macht so einige Schritte. Du bist was mit bei ihm? Ja. Er macht einige Schritte auf dich zu und reicht dir dann einmal die Hand. So. Oh, mein Handgelenk. Und euer Begleiter? Ein Freund von mir. Brandun. Hammer macht. Dann. Erst einmal mag es mir eine Freude sein. Ganz nach dem, was euer Begehr ist. Ludewig. Ihr seid diesen auf Basargnomisch gewechselt, ja? Oder sprecht ihr noch auf Winterhorn? Nee, er wechselt dann auf Basargnomisch und sagt, mein Name ist Ludewig von Schwarzenfeld. Alvaran Randulf. Brandun Hammermach, das ist mir first auf eine Freude. Stellt sich dann hin, die Arme so in die Hüfte.
Der Berg ruft. Dann kann ich euch momentan nicht hinlassen. Weil? Na, nachdem, was alles passiert ist. Was ist? Na, die Zwerge, die angekommen sind und mit der Würmbann-Ordensritterin. Ich habe mein größtes Verständnis und meine Ehrerbietung für sie und was sie nicht alles tut. Aber ich denke, hier ist sie in falscher Absicht hergekommen. Was möchte sie denn hier? Er geht wieder zum Tisch und schnappt sich sein Zweihänder. Sie möchte einen Drachen erlegen. Hat sie diesen Drachen beschrieben? Sieht eher so aus. Was ist das denn? Eine Karte. Darf ich ja mal sehen? Ich denke nochmal scharf nach. Habe ich schon, also von dem Ludewig von Schwarzenfels speziell, habe ich von ihm schon etwas gehört? Nein. Gar nichts. Die Schwarzenfels gibt es wie Sand am Meer. Verdammter Mist, aber ist er schließlich ein Ritter? Nein. Nein, wie er sieht er nicht aus. Sie hat ihn nicht weiter beschreiben können. Aber der hier ist rot. Das war der andere nicht. Demzufolge. Okay, was ist hier passiert, dass sie keinen durchlassen können? Wie gesagt, sie kamen und wollten Proviant und anhand dessen, dass sie eine Würmbann-Ordensritterin ist, habe ich ihr woher und wohin erfragt und habe erfahren, was sie vorhatte und habe ihr dann den Durchgang verweigert. Ja, aber warum? Damit sie nicht nach oben zieht und den Drachen tötet. Moment, warum ist ein Drache? Ein schwarzer Drache ist. Das ist korrekt. Jetzt. Wir haben nicht vor, den Drachen zu töten. Nein, ganz und gar nicht. Es tut mir sehr leid, aber ich kann euch dies nicht einfach so glauben. Vor allem nicht, solange wir beschäftigt sind mit der Würmbahn-Ritterin und den Zwergen. So sehr ihr mir als Landsmann Freude bereitet, dass ihr hier seid, so wenig kann ich euch momentan vorbeilassen. Und wenn die Würmbandritterin und ihre beiden Begleiter abziehen würden? Seid ihr beide alleine? Nein. Wen habt ihr noch dabei? Runkrieger, Wahlgrim Feldspalter. Oh yeah. Und bei den Karas. Warum? Warum ist das ein Problem? Runkrieger, haben diese nicht diese geschworen, für die Zwerge gegen alle Gefahren der Zwergenheit vorzugehen? Ich dachte, Drachen würden dazu zählen. Ja, der Drache ist ja auf einem Berg in Midstadt. Das ist richtig. Da müsste man mit ihm reden. Und Wahlgrim lässt gut mit sich reden. Er lässt sich gut überzeugen. Ja. In Ordnung. Also ihr drei. Habt ihr Geld? Und Karas. Und er. Wer ist das eigentlich? Ich bin Monfra Theodorus von Weniger Thulen. Ich versichere älteres Haus. Weniger Thulen ist doch noch Weniger Thulen. Du hast weniger reden. Ich versichere euch, er wird dem Drachen nichts tun. Er wird ihn in einer Geschichte beschreiben. Hier ist nie etwas los, soweit ich gehört habe. Die Bauern, die hier ihre Hütten aufgebaut haben, haben mir berichtet, dass seit Jahren niemand hier oben war. Ihr habt euch zur Aufgabe gemacht, hier zu wachen über den Drachen, oder? Mir wurde zugetragen, dass es hier Schwierigkeiten gibt. Herr Ludewig, eine Frage. Diese Ritterin. Ist ihr allein oder hat ja ihre zwei Zwergenbegleiter? Glaubt ihr wirklich, sie könnte dem Drachen etwas tun? Normalerweise nicht. Mhm. Aber sie ist. Zum einen ist sie wohl eine berühmte Heldin. Mhm. Legendäre Taten, die ja vorausgehen. Vor allem der Speer, den sie bei sich hat, oder diese Lanze, was auch immer, und ihr Schlachtross. Unglaubliche Gegenstände, was mit diesen allen
wie viele Drachen sie damit schon erlegt haben soll. Also sie soll schon nicht nur einen Drachen erlegt haben, sondern mehrere. Ich hörte von zweien, aber ich glaube, keinen in dieser Größenordnung. Ja, ja. Und ich gehe davon aus, sie hat ebenso davon gehört, dass es ihm momentan nicht gut geht. Ja, es geht dem Drachen auch noch nicht gut. Ich denke, sonst hätte sie keine Chance. Also, Herr... Es wäre die einzige Möglichkeit, dass wir da hochkommen, wenn wir... So leid es mir tut. Selbst wenn ihr Gutes wolltet, ich glaube, das wäre der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen würde für Warnhilde. Also müssen wir erst Warnhilde. Wenn ihr meint, sie überzeugen zu können, sie ist ein Dickschädel. Das sind wir Zwerge auch und wir haben zwei davon. Entschlossen wie ein Zwerg, ja. Wir haben zwei davon. Ja, sie hat auch noch zwei dabei. Ah ja, okay. Das ist ein Argument. Und diese beiden Zwerge, so wie ich das gesehen habe, haben auch Hunger nach Drachenblut. Sind das Zwerge aus Altfeste? Ich kenne mich da nicht so mit aus. Na gut, vielleicht kann man noch mit ihnen reden. Es gibt ja diesen Weg nach oben. Ja. Und diesen Weg möchte Warnhilde nehmen. Ja, mit dem Pferd und allem, was sie hat. Ich nehme an, sie wird es brauchen im Kampfe. Gut. Was war denn das jetzt? Wir packen das Rattengeschirr. Ja. Ja, noch welches? Ja. Rattengeschirr haben wir noch. Für den letzten, wir hatten letzten so ein... immer noch zwei Portionen. Tja, die Zwerge werden wir los. Und das wäre... Achso, du willst das Pferd loswerden. Naja, aber... Wir können auch mal eine Hilfe loswerden. Nicht, dass sie vor Schreck wegläuft und dann finden wir sie nicht wieder. Gut, Herr Ludewig, dann... Werden wir mit ihr sprechen. Werden wir erst einmal mit ihr sprechen, ja. Und dann sehen wir weiter. Der Drache ist geschwächt, weil... Er frisst nicht, so wie ich höre. Er frisst nicht. Was hat er denn vorher gefressen? Ja, was... Drachen halt zu fressen. Vieh. Nehme ich an. Von hier. Wie von hier? Na, die Tiere von hier. Die Ziegen, ja, Kühe. Weil wir waren unten im Dorf und sie meinten, also in... Unten. Stern, nee. Nee, Hellbach. Nee. Hellbach, doch, in Hellbach. Okay. Ja. Früher hieß es anders, jetzt heißt es Hellbach. Wir waren unten in Hellbach und... Sie haben nicht von Tieren berichtet, die verschwinden. Nun ja, wie gesagt, er frisst schon eine Weile nicht mehr. Ordentlich. Ab und zu mal vielleicht eine Ziege. Wir müssen ihn fast schon füttern. Mhm. Also die Bauern, sie haben damit angefangen. Und sie wussten nicht weiter, und deswegen haben sie mich gerufen. Aber dann sollte man dem Drachen doch vielleicht helfen. Das sehe ich auch so. Aber wir können ihm nur helfen, wenn man uns durchlässt. Das sehe ich auch so. Aber ihr könnt uns nicht durchlassen. Oder? Das ist genau das Problem. Und wenn wir dahin kommen, ohne dass sie es bemerkt? Zum Beispiel? Wir haben Kletterausrüstung. Ihr wollt, das wird schwierig. Ja. Und langwierig. Ja, ja. Wir müssen, ja. Seid ihr gute Kletterer allesamt? Vielleicht haben wir einen Plan B. Das ist unser Plan B. Wir brauchen erstmal einen Plan A. Na, Plan A ist, ihr sprecht mit. Ja. Oh je. Gut. Vielleicht möchtet ihr auch einmal mit, lasst mich nachschauen, wie er hieß, Ulbrom sprechen. Er ist der Druide, der das Ganze hier, nun ja, losgetreten hat. Ich habe eine Idee. Ja, werden wir tun. Wie heißt der Druide? Ulbrom. Ulbrom. Aus irgendeiner Schar. Verzeiht, ich bin auch noch nicht so lange hier. Tilly oder so.
Aus Tenisha. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Dann war das erst einmal alles. Danke für die Hilfe und wie ich schon sagte, es ist mir eine Ehre, euch getroffen zu haben. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich begleite euch mit raus. Ihr versteht sicherlich. Und neben der Tür schnappt er sich einen Fellmantel, den er sich umwirft. Wo ist mein Fell? Legt sich sein Schwert so in seine Armbeuge, sodass das über seine Schulter geht und kommt mit euch raus. In der Zwischenzeit. Draußen. Hallo! So wie allgemein in die Runde? Oder? Warnhilde Hilde ist gerade beim Lager angekommen, hat sich ein bisschen gerade mit den Zwergen unterhalten wollen, als sie sich dann umdreht. Hallo! Karas mein Name. Das ist Walgrim Feldspalter. Wir haben gehört, es gibt hier Probleme. Probleme. Das ist wohl so. Warnhilde aus Tedelas Schar. Was habt ihr denn gehört? Naja, euren Streit. Das ist nicht sehr viel. Diese Narren. Ja. Allesamt. Weil... Eine Bestie schützen sie. Eine morgende Bestie. Ein Drach. Ja. Ja. Ich trinke aus meinem Wasserschlauch. Da ist Wasser drin? Ist ein Wasserschlauch, aber das hat er nicht gesagt. Stimmt. Das ist Feuer. Ich bin extra angereist, um sie zu legen, diese Bestie. Geschwächt soll sie sein. Und das wird ihr verderben. So sage ich es euch, wird es geschehen. Und diese Bestie ist böse, weil... Es ist ein Drache. Vielleicht habt ihr das noch nicht mitbekommen. Ein Drache. Und der hat... Seine Geschichte geht weithin zurück. Über Schlachtfelder ist er gezogen. Mhm. Hat alles, was er unter sich hatte, in Asche verwandelt. Mhm. Warum verwandelt er uns nicht in Asche? Er ist geschwächt. Hört ihr mir nicht zu? Vielleicht stirbt er ja auch. Da kann ich gerne nachhelfen. Ja. Mhm. Und nach einiger Diskussion konnte es euch nicht gelingen, die etwas Verrückten davon zu überzeugen, euch durchzulassen. Nein, wahnsinnig sind sie alle. Sie versuchen ihn aufzupäppeln. Was wäre es, weiß ich nicht. Ein Haustier. Vogel. Ein Haustier. Das klingt tatsächlich ein bisschen verwirrt. Irgendein Naturliebhaber, den sie da haben. Ein verwirrter Ritter und irgendein... Ein Gelehrter. Der Morkai-Priester. Ja, sag ich doch. Ja. Und ihr wollt da jetzt einfach mit eurem Pferd und eurer Lanze hochspazieren? Und meinen Begleitern? Und euren ehrwürdigen Begleitern? Rogar. Rogar und... Ranor. Ranor. Die ihr wo kennengelernt habt? Die begleiten euch schon länger, nicht wahr? Ja. Ja. Eure sozusagen Drachenjäger-Kollegen. Schauen sich gegenseitig kurz an. Ja. Wie lange denn schon? Habt ihr euch hier in Midstadt kennengelernt? Nein, in Midstadt nicht. Vorher schon. In Zwingard. In Zwingard, so ist es. Ihre Karawane, vor Jahren wurde ihre Karawane einmal angegriffen von Wüvern und ich war zur Stelle zusammen mit einigen Brüdern und Schwestern aus dem Wirmbannorden und wir haben die Wüvern gelegt und diese beiden Meisterschützen haben sich uns angeschlossen. Klasse. Sozusagen als Rächer. Rächer? Nur die Karawane zu rächen an allem Drachischen.
Ja, wenn man es so sehen möchte vielleicht. Als Schützer wohl eher. Ja. Ja, Sie sind selber keine Runenkrieger. Aber ich kann euch sagen, Drachenlegen tun sie wie welche. Schön, 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 schön. Das glaube ich. So sehen wir die beiden aus. Ja, ja, ja. Beide Verdeckung. Ja. Also. Ich denke nicht, dass man zwischen diesen beiden Parteien sehr gut als Vermittler dienen könnte, da die Meinungen doch ein. Naja, wenn ihr es schaffen würdet, Ranor, wenn ihr es schaffen würdet, sie davon zu überzeugen, dass wir die wilde Bestie, die nur Tod und Leid bringt, das wäre schön, weil wir sind langsam mit unserem Drakurisch am Ende. Haben die haben die denn gesagt, weshalb sie den Drachen aufpäppeln wollen? Der andere Zwerg, Roga. Das ist ja unglaublich. Also, wie kann man nur. Und der Gnome, der hat sich wirklich gedacht, dass er. Ich schau weiter. Wir gehen das so ein bisschen. Also, ich übersetze mal. Das ist nicht das, was eine Übersetzung für gewöhnlich ist. Was mein Bruder sagen wollte. Er ist immer etwas grummelig. Gerade wenn er aufgeregt ist und verärgert. Ja, und zornig. Ja. Verständlich, verständlich. Ja, ja. Ronna übernimmt wieder. Ne, Ranor. Also. Dieser Druide, so wie ich das verstanden habe, meinte, dass man seine so edle Kreatur, gerade wenn sie so geschwächt ist, doch nicht einfach töten könne. Dass es jetzt eine mordende Bestie ist, hat er wohl übersehen. Das scheint so. Ich weiß nicht, es klang eher so, als würde er, weiß ich, von einem Adler sprechen oder so, der sich einen Flügel gebrochen hat. Ja, und ja. Nicht von einem Drachen. Ja. Und dann ist da dieser Morkai-Priester, der das Ding studieren möchte. Studieren? Es ist ja nicht so, also ich weiß ja nicht. Es gibt ja so manche Leute, die studieren Drachlings-Artefakte. Statt ihn zu studieren, kann er ihn ja sezieren. Ja, genau. Das wäre doch eine Idee. Der andere Zwerg. Warnhilde sitzt da. Ja. Da hat Roger recht. Für dich auch. Oh nein, der spricht Zwergen-Wookie. Ja. Alles klar, Chewbacca. Ich werde mal gucken, was die anderen so erfahren. Und da ist dieser Ritter mit der Knappin, verzeiht. Mhm. Die sind auch noch da. Ihre Familienlegende verdankt dem Ratten. Also der Priester und der Druide gehören nicht direkt zu dem Ritter mit der Knappe. Nein, nein. Das heißt, wir sind insgesamt 3 Fraktionen. 4. Weil der Morkai-Priester und der Druide sind ja nicht zusammengehörig. Karte. Sie haben sich hier erst kennengelernt. Bei wo? Aber sie sind alle irgendwie auf derselben Seite. Okay. Vielleicht kann ich den Morkai-Priester mit vom Sezieren überzeugen. Naja, die Ausführung sagt, aber irgendwie war ja niemand. Also, ich hab schon mit dem Ranken gefällt und die sind ordentlich. Ich kann nicht sagen, das war immer schädlich hier. Ja. Ich glaube, du hast eine Waschmaschine gekauft. Ganz genau. Und den Droiden? Naja, die sind sowieso ein wenig wirr im Kopf, ist es vielleicht. Aber vielleicht kann ich überzeugen, dass er viele gute und seltene Tiere ebenfalls tötet oder töten würde. Das wollen wir ja verhindern. Was? Naja, der Drache ist ja nicht nur eine Gefahr für Menschen, er ist ja eine Gefahr für eigentlich alles. Auch zum Beispiel für seltene Tiere. Oder generell die Natur- und Tierwelt. So ein Drache gehört nicht zum normalen Nahrungskettensystem der Natur.
der springt da ein bisschen raus. Das ist, als würde ich mit, weiß ich nicht, einem Katapult auf Ziegen schießen. Da haben sich zwei gefunden. Das kriegen wir schon hin. Ja, da kommt er schon wieder. Und er hat Freunde mitgebracht. Du, die gehören zu uns. Wir haben uns nur aufgeteilt, um die Informationen schneller zu verarbeiten. Na, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Und ich lass. Hallo! An, ihr kommt aufeinander ja. zu? Ja. Trefft euch in der Mitte. Entschlossen. Auf dem Weg zu euren Freunden dreht sich Ludwig zu dir um. Soll ich erst einmal hier warten? Wie ihr wollt. Ich mach das ganz von euch abhängig. Wenn die auf Basalgenome sprechen, es wäre vermutlich besser, sonst hitzen sich die Gemüter schneller auf. Natürlich. Wir reden erstmal mit ihnen und dann kommen wir gleich kurz zu meiner Tochter gehen. Tut das. An Randulf. Von Schwarzenfeld. Alba. Wir können den Drachen nicht töten. Wir müssen den Drachen töten. Der Mann ist irre. Was? Warum? Also, ja. Das Lustige ist, habe ich genau das befürchtet. Ja. Ich auch. Würde zu der Ritterin sehen. Sollten wir eine Vorstellung halber. Die ist nicht... Nein, nein. Die hat doch in der Mitte getroffen. Okay. Genau, wir sind quasi jetzt die... Wisst ihr, was passieren wird? Wir werden dort, wenn wir uns entscheiden, dorthin zu gehen, der Drache wird uns umbringen. Er ist geschwächt. Und na. Die Frau hat eine Lanze. Ach so. Und das sind professionelle. Das sind professionelle Experten in Armbrust. Das sind drei Leute. Ich habe Geschichten gehört, da haben Drachen ganze Zwergenlegionen ausgeschaltet. Ich sehe sieben. Ich habe Geschichten gehört. Ich sehe, wenn die überzeugend sind, sogar neun. Ich habe Geschichten gehört. Da haben junge Drachen ganze Zwergenlegionen umgebracht. Ja, aber die hatten auch keine Magenverstimmung. Sicher? Dann auch schon. Vielleicht haben sie deswegen die Zwerge umgebracht. Dann hätte man sie dann vielleicht angreifen können. Und was viel wichtiger ist. Ich habe das doch verstanden. Er hat hier, das ist sein Land über das, oder er hat hier die Rechtsprechung. Nein. Der Mitch, also der, wo gar ist nicht. Das eigentlich irgendwie für einer? Windhalter. Welchen? Also, dann hat er auch kein Recht, sie daran zu hindern. Und sie kommt aus Zwingard. Ja, überhaupt gar kein Recht, sie daran zu hindern. Also, das Kreaturen zu töten und ist meistens eigentlich nicht verboten, außer sie unterstehen einem königlichen erlassenen Artenschutz. Ich dachte, er hätte hier, so wer gesprochen hat, als hätte er hier das Sagen. Ja, Adlige. Nicht alle, aber die meisten. Auch viele trifft es zu. Alle so, naja. Dann wäre da noch das Problem, dass wir auch zu sieben gegen einen Drachen kämpfen müssen. Naja, aber... Müssen wir doch nicht. Wir können in die Luft jagen. Der Windhalter kann uns doch nicht aufhalten, da lang zu gehen. Ja, oh, ich denke schon, dass er uns aufhalten kann. Ihr habt ihn nicht gesehen, das könnte tatsächlich noch ein Problem werden. Aber wir haben sie. Kann. Sie soll schon zwei Drachen erlegt haben. Das ist zugegebenermaßen ein Argument für uns. Und eine Gewühlwand, wie ich gehört habe. Er schützt, also... Sie soll einen unglaublichen Wurfarm haben. Ludwig von Schwarzenfeld schützt diesen Drachen. Ja, warum? Weil es sein Wappentier ist. Das ist doch völlig irre. Ach, bitte. Du hast gerade gesagt, dass es eine ganze Legion von Zwergen vernichtet hat. Ja, und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man den Drachen nicht reizt. In Ordnung. Ich glaube, ich höre hier langsam rassistische Spannungen raus. Er sagte, er hat gehört wie Drachen. Also im Allgemeinen. Irgendwelche Drachen. Nicht der da. Nein, also sicherlich nicht es der da. Es gibt ja auch Drachen, die nichts tun, außer halt die und Tiere fressen. Meine. Ach so. Habt ihr das Land mal gesehen? Ja. Habt ihr irgendwelche Brandspuren gesehen? Na, ist doch krank. Ja doch, aber er ist durchgehend eine Weile. Ich weiß ja nicht, wie lange er schon krank ist. Wenn er so ein Monster wäre, müssten die Leute doch zumindest trotzdem davon gehört haben. Ich habe gehört... Diese Kreatur hat schon früher viel getötet. Sagt wer? Sie. Oh, gut. Hat sie das wirklich gesagt?
Ja, quasi schon. Nehmt es mir nicht übel, aber... Malgrim hat sie das gesagt. Nicht direkt. Gut. Aber sie hat doch davon gesprochen, gesagt, dass sie eine Bestie ist. Weil sie das wahrscheinlich von allen Drachen kennt, denkt, weil sie vom Würmbahnorden ist. Ihre Aufgabe ist es, Drachen zu hassen. Ich kenne nur Geschichten, wo Drachen generell böse sind und Sachen fressen und verbrennen und töten. Meistens klauen sie Prinzessinnen. Ja. Das ist aber ernst. Das ist. Ich dachte, würde eher sagen, sie fressen Prinzessinnen. Oder den Prinzessinnen als Köder, um Ritter zu fressen. Gut, wir haben weder das Recht zu... Ich sage es ganz einfach, wir haben nicht das Recht darüber zu entscheiden, wer hier was tut. Das ist richtig. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit... Den Berg zu erklimmen. Zu unterstützen. Nein, eben keine Seite zu unterstützen, sondern diesen Berg zu erklimmen, ohne dass es jemand bemerkt. Monfrat? War kein Scherz? Nein. Ich dachte, das war mein Einsatz für lautes Gelächter, nein. Weil wir haben Walgrim dabei, Brandon. Was soll das denn heißen? Ich wünsche, dass ihr nicht klettern könnt. Natürlich kann ich klettern! Ihr könnt klettern? Ja. Ja, aber wir haben auch Walgrim dabei. Nein, nein, es geht nicht so um... Es geht, also, ich meine nicht klettern. Nicht. Er will in der Nacht einfach vorbeischleichen. Wahrscheinlich wird eine der knappen... Da hingegen ist jetzt laut des Nachtes. Aber wir haben Brandon dabei. Und Walgrim. Die Zelte stehen da drüben. Wir werden es ja wohl schaffen, dort lang zu laufen, ohne dass uns jemand bemerkt. Dass wir irgendjemanden... Wache einstellen. Irgendjemanden. Ja, eine Wache. Und da kommst du ins Spiel, Monfrat. Oh je. Konntest du nicht diesen... Einschlafzauber? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das moralisch vertreten kann. Was? Jemanden dazu zu bringen, dass er schläft? Das ist doch was ganz Normales. Wir müssen auf diesen Berg hoch, weil wir unseren Freund retten müssen. Ihr habt vollkommen recht. Und Mittstadt. Wollen wir vielleicht erst einmal mit den Bauern, also den Einwohnern, reden und sie fragen, wie böse der Drache eigentlich ist? Wenn wir erfahren, dass der Drache eine ganz böse, finstere Kreatur ist. Wir sollten sowieso erst einmal mit allen Parteien reden, zum Beispiel mit Ulbrum. Ja, dem Druiden. Moment, Ulbrum, war das jetzt der Druide oder der Morkai? Ulbrum ist der Druide. Ulbrum ist okay. Und den Morkai-Priester. Ja. Wie heißt der eigentlich? Keine Ahnung. Na gut. Also teilen wir uns wieder auf. Das Problem ist... Haben wir gesehen, wo die hin sind, der Priester und der... Die stehen da auf den Feldern da drüben. Da, sicher. Können auch er lässt gerade Zwiebeln wachsen. Wollt, cool. Wollt ihr euch mit den Bauern unterhalten und wir gehen zum Priester und dem Druiden? Von mir aus können wir doch alles verbinden, so drehen. Ja gut, wir sind in Eiler, aber ich glaube nicht, dass diese Zeit ersparen ist. Na gut. Dann fangen wir doch an bei Ulbrum und dem Morkai-Priester. Ich gehe nur noch schnell Ludewig Bescheid sagen, dass wir uns es noch überlegen müssen. Ja. Warnhilde? Ja? Wir sehen uns hier noch ein bisschen um. Bitte, bitte, tut euch keinen Zwang an. Ist ja nicht mein Gehöft. Ludewig? Er dreht sich um von seiner Tochter weg. Ja, ja. Wir werden uns hier noch ein wenig mit den anderen unterhalten und... Bitte, bitte, verschafft euch ein Bild, kein Problem. Genau, ein Bild über die Lage verschaffen. Verstehe. Gut. Ich mische mich jetzt ungern. Ich bin Karas. Ah. Ja. Man erzählte von euch. Ja, das... Ich hoffe nur Gutes. Jedenfalls wollte ich fragen, wieso ihr denn den Drachen beschützen wollt. Er geht einen Schritt zur Seite und zeigt auf seine Tochter, auf das Wappen, das sie trägt. Der schwarze Schatten eines Drachen auf grünem Grund. Ja. Er ist so gesehen der Gründungsvater meiner Familie. Oder unserer Familie. Und wie ist das passiert? Unser Urahn kämpfte in einer verwegenen Schlacht. Ich fasse mich kurz. Und es schien schon alles verloren, als der Drache kam und... Feuer auf unsere Feinde niederregnen ließ. Mein Urahn war einer der wenigen Überlebenden. Und es gab wohl, so wie es heißt, ein Abkommen mit dem Drachen. Er gewährte den Ländereien und den Leuten dort Schutz. Und dafür?
wurde er versorgt. Mit Tieren. Nein, nicht mit Jungfrauen oder so etwas. Nicht, was ihr schon wieder mit denkt. Mit Tieren, ja, habe ich gesagt. Oh, verzeih, Entschuldigung. Ja, Tiere waren es. Ich hatte Jungfrauen im Kopf. Danke. Tiere waren es aber. Ja. Scheint ein nobler Drache zu sein. Nun ja, also, unsere Feinde sahen dies sicherlich anders. Wahrscheinlich. Wer waren eure Feinde? Es war eine angrenzende Baronie, mit der wir im Streit lagen. Beziehungsweise ich wurde nur angeheuert. Ich lag nicht wirklich im Streit. Jedenfalls letzten Endes kam der König selbst, um die Fehde zu beenden, aber sie war schon zu Ende dank des Drachen. Also, es ist in Windhold gewesen? Ja. Habe ich davon mal irgendwas gehört? Geschichte und Mythen. Kulturkunde zählt, oder? In der Zwischenzeit würde ich gerne mal eine Frage einwerfen an dieser Stelle. Natürlich. Ich, also, kenne ja ein paar Geschichten über Drachen und frage mich, ist es wahr, dass Drachenblut eine gewisse magische und heilende Wirkung hat? Davon hörte ich auch. Wie heilend? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Magier oder kam auch noch nicht dazu, es auszuprobieren und ich hoffe auch nie dazu zu kommen. Zumindest in dieser Angelegenheit. Okay. Ja. Und worum ging es da so? Genau? Oder ist das nicht wichtig? Wenn es nicht wichtig ist, musst du es mir nicht sagen. Es waren Rennstreitigkeiten zweier benachbarter Baronien. Mhm. Tatsächlich. So wie er es erzählt hat. Beide Seiten haben Söldner angeheuert. Unter anderem halt offensichtlich auch die Schwarzenfels. Felds. Also mit D. Ja. Wie Felder, nur in anders. Naja. Und es gab wohl, so laut der Legende, es gibt immer noch die Aschefelder, weil es so verbrannt dort ist, dass dort nichts mehr wächst. Die Legenden halt. Der Boden soll so sehr verbrannt gewesen sein, dass es teilweise zu Glas wurde und solche Geschichten, ja. Und nachdem ein Drache dort gewütet hat, das war eben das, gab es einen Mutigen, der mit dem Drachen verhandelt hat. Hat der Drache nur die feindlichen Soldaten angegriffen oder alles niedergemacht? Das weißt du nicht. Ludewig, dieser Drache, hat er euch wirklich geholfen damals oder hat er einfach nur gewütet? So wie das für mich klang, war der Urahne der einzige Überlebende. Das war vor Jahrhunderten. Also ihr wisst es nicht. Nein, soweit ich weiß, gab es aber daraufhin, also es heißt, der Drache hat ihnen geholfen und daraufhin hat mein Ur-Ur-Urahn mit ihm verhandelt und eben dies ausgearbeitet und zum Dank hat der König ihn in den Ritterstand. Ihr wisst also auch nicht, warum der Drache überhaupt geholfen hat? Nein. Und ihr wisst auch nicht, warum der Drache hier in Midstadt ist und nicht in Windhold? Nein. Wisst ihr überhaupt, ob es wirklich dieser Drache ist? Ja. Habt ihr mit ihm geredet? Nein. Woher wisst ihr dann, dass er es ist? Glaubt mir, er ist es. Das wirkt jetzt also... Ludwig, um zu helfen, brauchen wir natürlich alle Informationen, die wir bekommen können. Das ist alles, was wir uns sagen werden. Ich wurde darüber informiert. Ihr wurdet darüber informiert von? Einer glaubwürdigen Person. Den Leuten hier vor Ort. Die haben euch dann gesagt, dass es euer Drache ist. Also dieser Drache ist. War es der Morkai-Priester? Nein, die Bauern. Die Bauern. Der Morkai-Priester kam wahrscheinlich nur zufällig vorbei oder hat vielleicht anders davon erfahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat nicht viel darüber erzählt. Also die Bauern hier in Midstadt wissen von einer Legende von einem Ritter aus Windhold, der... Haben die mit dem Drachen? Ja, sie haben mit dem Drachen gesprochen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so lange hier und ich wollte ihn nicht stören. Und der Drache wollte, dass ihr hierher kommt, um ihn zu beschützen, weil er geschwächt ist? Nein, die Bauern kannten wohl die Geschichte
und oder haben die Geschichte von ihm gehört und haben uns informiert, weil sie dachten, dass wir vielleicht helfen können. Und was hat der Drache zu den Bauern gesagt? Wahrscheinlich hat er ihnen die Geschichte erzählt, soweit ich weiß. Ich war nicht dabei. Also ist der Drache den Berg herunterspaziert, hat den Bauern eine Geschichte erzählt und ist wieder raufspaziert. Nein. Oh, sie haben jetzt ein Abkommen mit den Drachen und versorgen ihn mit den Tieren. Deswegen haben die so viele Tiere, damit die Tiere reichen für den Drachen. Soweit ich weiß, ja. Beziehungsweise kein Abkommen. So wie ich es gehört habe, sind sie freiwillig hier hochgezogen und... Woher weiß Vanhilde eigentlich, dass hier ein Drache ist? Das ist eine sehr gute Frage. Das würde ich auch gerne wissen. Hat sie das erwähnt? Das können wir sehen. Wir sollten auf jeden Fall auch mit den Bauern sprechen. Mich würde nämlich brennend interessieren, wieso der Drache einfach mit den Bauern gesprochen hat. Wollen wir zuerst zu den Bauern oder wollen wir zuerst zu dem Priester und dem Druiden? Zuerst zu wir danken euch erstmal. Ich würde sagen, zuerst zu den Bauern. Gut. Dann, Ludewig, werden wir zu euch kommen, wenn wir uns entschieden haben, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr entscheidet euch für die richtige Seite. Wir hoffen das auch. Das hoffen wir immer. Ja, weitermachen. Ich gehe. Wie gesagt, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ja, so ist die Jugend. Du bist erwachsen, aber der Jüngste. Hey, Kleiner, du bist erst erwachsen, wenn du die erste Frostbestie hier gelegt hast. Moment. Das war ein Scherz. Ah, okay. Oh nein. Das hat wieder mit dem Zwerg verwandt. Es ist ein Virus. Wo da kann man Städte retten. Da kann man Götter retten. Naja, mehr oder weniger. Dann gehen wir zu den Bauern. Welchen? Tja. Die auf dem Feld arbeiten. Ja, die jetzt, die wir so sehen und uns denken, ja, mit denen könnte man und reden. In der Nähe ist einer, der gerade eine Ziege melkt. Ja, bitte. Kriegen wir einen seid gegrüßt. Gläslein. Hallo. Hallo. Hi. Brandon Feldspalter. Alvar in Randulf. Brandon Hammer. Aber ein Randolf, Weigrum, Feldspalter und Karas. Ich bin verwirrt. Habt ihr vielleicht kurz Zeit, um einige Fragen zu beantworten? Perfekt, natürlich. Idee. Wir haben gehört, auf diesem Berg wohnt ein Drache. Er hält inne. Woher wisst ihr das? Also, wo habt ihr so etwas gehört? Und mit dem Drachen habt ihr ein Abkommen, beziehungsweise einen Vertrag oder ein mündliches Übereinkommen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, also ob ihr den Drachen mit den Ziegen und den Kühen und den Hühnern. Das ist jetzt etwas durcheinander. Nein, nein, ja, ja. Glaube ich. Das war ein bisschen viel. Entschuldigung. Ihr habt mit dem Drachen gesprochen. Ist der dumm, oder? Oldewin hat mit dem Drachen gesprochen. Oldewin. Also noch einige andere. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Und was? Ich habe ihn von weitem gesehen. Das war beeindruckend. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben mit Nein angefangen. Das war unsere erste Frage. Ihr habt ein Abkommen mit dem Drachen. Das war auch keine Frage, das war eine Aussage. Und ihr seid? Neusi. Neusi schreibe ich auf das Kipplan. Komisch, Neusi klingt gar nicht so laut. Neusi, der Dorfdumme. Der Dorfdumme. Neusi. Oh, Leute. Der Unwissende, glaube ich. Das ist doch auch für eine Bassbox oder so ein schöner Name. Das ist Neusi. Das ist MC Neusi. Neusi. Ja. Was könnt ihr uns denn über den Drachen erzählen? Er ist groß und beeindruckend. Und wie ihr hier lebt mit und, ihm und weise. Wie ihr mit ihm zusammen. Und traurig. Und. Traurig? Und er isst nicht mehr. Das Essen, was ihr ihm bringt. Nur warum bringt ihr ihm denn Essen? Damit er wieder groß und stark wird. Weil. Es ihm momentan nicht gut geht. Hat er eine Magenverstimmung? Womit hat er ihn Wir haben schon vieles versucht.
Zum Hühner. Beispiel? Manchmal ist der Hühner, manchmal Ziege, aber das selten. Nein, das interessiert uns nicht. Oh, das tut mir leid. Aber ihr habt doch gefragt. Frisst er auch manchmal Menschen? Zwerge. Ich habe etwas ganz anderes gefragt. Alben. Doch, ihr habt doch gefragt, was er frisst. Das habe ich nicht gefragt. Neusi. Dann hat er das gefragt. Warum wollt ihr dem Drachen helfen? Ja, weil es ihm schlecht geht. Aber sonst hilft keiner irgendeinem Drachen. Warum wollt ihr ihm helfen? Aber andere haben Angst vor Drachen. Warum helft ihr dem Drachen? Er tut doch niemandem was. Und deswegen helft ihr ihm. Was habt ihr davon? Warum seid ihr so sicher? Ihm geht schlecht. Das ist doch nicht die Antwort. Was habt ihr davon? Ihm geht schlecht. Nein. Ihr ganz ruhig. Nein, doch nicht. Oh, Neusi, noch tue ich. Alva, ganz ruhig. Da, es geht schon wieder los. Seid doch einfach ruhig. Neusi. Der ist hier in letzter Zeit manchmal so. Der hat wahrscheinlich auch eine Magenverstimmung. Oh. Hey, der Mann kommt von hinten. Lasst ihn in Ruhe. Bitte. Wir wollten nicht, wir hatten nur einige Fragen. Nein, alles gut. Er geht zu dem jungen Mann. Alles gut. Husch. Es tut uns leid. Wir können da nicht mehr. Wir gehen mit den Männern darüber. Ja, mach du die Ziege weiter. Ja, die freut sich. Er geht mit euch rüber. Wir hatten wirklich hier ein Dorf, Dummi. Ich glaube, er ist einfach nur ein bisschen geistig behindert. Die Durchschnittsintelligenz von Leuten, die hat auf dem Berg irgendein Göfter, ist halt jetzt nicht so hoch. Was soll denn das? Ihr könnt doch nicht mit dem Armen so reden. Ich weiß, ihr könnt es nicht wissen, aber ihm geht es nicht so gut. Er ist geistig ein wenig schwierig. Oh, nein, das wussten wir wirklich nicht. Verzeiht. Tut uns leid, ja. Ihr habt ihm Angst gemacht. Das wollte ich nicht. Wer seid ihr überhaupt? Brandun, Alvar, Valgrim, Karas. Das bin ich. Es ist Monfra Theodoros von weniger Thulen älter. Ja, Monfra, das ist gut. Ja, Monfra von das weniger Reden. Das mit dem geistig schwierig, kenne ich. Und ihr seid? Olduin. Das passt Olduin. Zu euch. Ihr habt mit dem Drachen geredet. Olduin ist übrigens ein Alp, ja. Ja, ich habe mit dem Drachen geredet. Wie? Also, es gibt nicht so viele, die mit Drachen reden. Ich kenne einige, aber das liegt vielleicht daran, dass ich hier bin. Wie lief das Ganze denn ab? Ist der zu euch gekommen? Nein, ja, so gesehen schon. Er ist ja hierher gekommen, offensichtlich. Und da wart ihr schon hier? Vor Ewigkeiten, also für euch gesehen. In Ordnung. Und er hat dann, wie hat er mit euch gesprochen? Mit Worten. So wie ihr mit mir sprecht. Nun, ich dachte. Also... Und wie kam, also was wollte er denn? Was war denn sein Anliegen, weshalb er mit euch gesprochen hat? Er hatte kein Anliegen. Wir wollten ihn uns nur mal an. Ja, wir waren jung und begeisterbar und wollten uns das Ganze mal ansehen. Deswegen haben wir uns ja hier hochgeschlichen in die Berge und zu dem Turm des Magiers und. Es war tatsächlich sehr beeindruckend. Ich habe öfter mal nach ihm gesehen, auch seit der Magier nicht mehr ist. Das solltet ihr aber in seiner Gegenwart nie erwähnen. Um Gottes Willen. Dass der Magier nicht mehr ist? Ja, das solltet ihr nie erwähnen. Was für ein Magier? Cerbereo? Klingt metallisch. Tatsächlich ein Metallier. Er ist hierher gezogen, um ein wenig Ruhe zu haben. Hat sich wohl eine goldene Nase in Metallia verdient und dann ist er abgehauen. Und der war der Freund des Drachen? Ja, die lebten hier oben. Hatte ein ordentliches Haus. Der Turm und alles hat sich hier der Sternenguckerei betrieben und ich weiß nicht, wie die sich kennengelernt haben. Ich habe den Drachen erst näher kennengelernt nach der Zeit. Habe ihn ab und zu besucht und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es ihm halt schlecht geht, dann habe ich angefangen, hier das Gehöft zu betreiben. War das nach Cerberios Tod, dass es ihm so schlecht ging? Ja. Also gleich danach? Das weiß ich nicht, so oft war ich nicht hier, vielleicht alle 50 Jahre oder so. Die Frage ist... Aber er ist schwer darauf zu sprechen, ist das... Die war ja immer noch bestellt, die er noch nicht ganz beantwortet. Warum, verzeiht. Warum helft ihr dem Drachen? Also, jetzt sag nicht, weil es ihm schlecht geht. Weil
Alvar sagte, sind die meisten Geschichten über Drachen ja nun eher... Sie lebte schon seit 70 Jahren hier, ohne dass was passiert ist. Aha. Okay. Und wie lief das ab? Ihr habt gemerkt, es geht ihm schlechter. Und habt dann hier dieses zuerst das eine Gebäude angefangen zu bauen. Haben sich einige Leute dazu gefunden. Bauern und faszinierte Drachenjünger, wenn man so möchte. Klingt vielleicht ein bisschen doof, ich weiß. Aber es ist einfach bloß, wir haben uns Sorgen gemacht und ja. Was hat denn der Drache sonst so erzählt? Worüber spricht denn ein Drache? Momentan nicht viel. Er hat oft ja Geschichten erzählt. Von früher halt. Wie er in Windhold zum Beispiel. Aus Windhold hat er einiges erzählt, aber er hat die Welt schon viel bereist, so wie er es sagte. Aber in letzter Zeit, wie gesagt, er redet wenig. Und letzten Endes habe ich vor einigen Monaten einen Brief entsandt, nachdem er mir eine dieser Geschichten erzählt hatte. Ich dachte, vielleicht können die von Schwarzenfels helfen, aber wir kamen bisher noch nicht zu sehr viel. Zwei Tage, nachdem sie hier angekommen sind, kam diese, und er deutete Richtung der Zelte. Ich möchte mit dem Drachen sprechen. Ach, noch nicht. Entschuldigung, ich kenne nur die Geschichten von bösen, nein, ist in Ordnung. Alles fressenden und verbrennenden Drachen. Eigentlich auch nur das. Nee, ich glaube, Drachen sind eine zutiefst missverstandene Wesensart. Das kann sein. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne nicht so viele. Gut. Ihr seid also einfach mit allen möglichen Tieren, die ihr... Also, es sind nicht mal alle Tiere gezüchtet, ihr habt sie auch aus der Umgebung besorgt, um genug an ihn verfüttern zu können, falls er wieder fressen möchte. Ja. Oder um ihn wieder zum Fressen zu bringen. Und zumindest die Ziegen versuchen wir reichlich zu züchten. Die mag und die Hühner. Naja, es ist da etwas, was leicht zu züchten ist. Wisst ihr, Kälber und so weiter, das versuchen wir hier, aber das braucht halt seine Zeit. Nicht? Ja, gut. Gut, also. Danken wir euch. Und entschuldigt noch einmal wegen. Ist schon gut, ihr konntet es ja nicht ahnen. Ja, auch wenn man nicht so mit Menschen spricht. Entschuldigt euch bei mir. Für mich bei Neusi. Nein, also entschuldigt euch bei Neusi für mich. Entschuldigt euch bei mir für Neusi. Dummer Junge. Alter. Ich hab mich versprochen. Die mit dem Schwert wegnehmen, hier doch nicht so doof. Das hat Alvar nicht gesagt. Alvar hat das gesagt, was ich ja als zweites weiß, gesagt habe. Ja, jetzt alles gut. Lass mich in Ruhe. Ist gut. Dann wollen wir euch nicht weiter stören. Bitte. Und dann geht er zum Brunnen und holt Wasser. Gut, also. Das klingt jetzt eher so, als sollten wir. Achso, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass wir dann etwas weg sind, Ludewig uns so gesehen zugestimmt hat, dass sollten wir die Ritterin davon überzeugen, abzuziehen. Wir hoch dürfen, wenn wir dem Drachen nichts tun. In Ordnung. Gut. Dann gehen wir zum Morgalpriester und zu... Ja, vielleicht bekommen wir noch ein paar mehr Informationen. Ja. Das ist vielleicht das in der nächsten Folge. Ihr geht rüber zu den Feldern. Und als ihr euch dem Feld nähert, seht ihr schon, dass der Morkai-Priester auf den Gnom einredet, während dieser das Feld bezaubert. Und aus dem Feld sprießt flupp, 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 Grünzeug. Beidruck. Sieht so aus, als würde er, ja, ein wenig, als würde er seinen Stab haben als Gießkanne und da kommt Wasser raus. Seid gegrüßt! Und noch bevor ihr ran seid, schaut er die ganze Zeit schon zu euch rüber, der Druide.
nickt lächelnd, während der Morkai-Priester weiter redet und redet und redet. Aber, was ihr mit den beiden besprecht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, soweit hat es euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Läutet die Glocke des Friedens. Und überdenkt ein Herz für Drachen. Ein Herz für Drachen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Herzchen.